des Raums. Leben verliert an der verlassen Wörter zu laufen. Beschwörungen in kaputten Dimensionen. Utopische Versprechen bleiben Illusion. Lügen erpressen, die Presse Schlagzeilen zu trocken. Wieder laufen die auf den Stranden und damals entspuckten. Wo soll das hier enden? Wie viele werden wir verlieren? Wird sich der Kampf hier auch lohnen? Wir brauchen mehr Liebe in den Herzen der Idioten. Diese Opern nur darum sind, dank deiner Bruchfalsche Christen, die die Menschheit verblöden. Von der Obergrenze bis zur Untergrenze. In der Hölle sitzt ihr und lustige Schwänze. Während wir die Hoti regulieren und anfangen, Plakate zu beschmieren, die nur Hass transportieren. Wir kriegen keinen Frieden, wenn wir weiter Waffen in den Namen los transportieren. Also soll das hier enden? Wie viele werden wir verlieren? Wird sich der Kampf hier auch lohnen? Wir brauchen mehr Liebe in den Herzen der Idioten. Was ist hier los in diesem Land? Wir waren doch gar nicht lange weg. Was ist hier los in diesem Land? Geht hier jetzt alles kaputt? Was ist hier los in diesem Land? Wir waren doch gar nicht lange weg. Was ist hier los in diesem Land? Geht hier jetzt alles kaputt? Tochter stellt sich gegen ihn in den Wind, indem sie mit uns das Vaterunser singt. Was ist hier los in diesem Land? Widerredet einer wie 33, du mit Hundekrawatte an. Was ist hier los in diesem Land? Wir waren doch gar nicht lange weg. Was ist hier los in diesem Land? Geht hier jetzt alles kaputt? Was ist hier los in diesem Land? Wir waren doch gar nicht lange weg. Was ist hier los in diesem Land? Geht hier jetzt alles kaputt? Whoa, whoa, whoa. Was ist hier los in diesem Land? Was ist hier los? Was ist hier los in diesem Land? Mehr Liebe in den Herzen der Idioten. Dankeschön. Wie ist es denn, worum geht's bei Dinners? Also ist deutsche Texte, wie sagt man, autobiografisch, biografisch, geht es um Liebe, ist es eine politische Botschaft, geht es um euch als Jungs, wie ihr zusammen seid? Also was ist die Seele dieser Band? Das ist eine gute Frage. Also die Texte entstehen alle vom Joscha. Und da würde ich aus meiner Sicht gehen, es geht um Menschen, es geht um Liebe, es geht um Hass, es geht um aktuelle politische Themen. Also es ist irgendwie, wir versuchen alles irgendwie reinzutun. Das kann der Joscha bestimmt besser beantworten. Aber ja, uns gibt es einfach so lang und es ist kaum irgendwie wegzudenken mittlerweile. So, es ist einfach ein Teil von uns und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, irgendwie ohne jetzt den Dinner for Trees oder Dinners irgendwie jetzt irgendwie unterwegs zu sein. Es ist fest, es ist ein Teil von uns und es wird auch immer ein Teil von uns bleiben. Ich war ja auch mal bei ein paar Konzerten in Hanau und so. Manchmal hat man das Gefühl, Hanau ist irgendwie weit weg, obwohl es ganz nah ist. Und habe dich da auch bei verschiedenen Festivals so in der Administration gesehen. Du bist nicht nur Musiker, sondern dir liegt auch Kultur und vor allen Dingen auch die politische Auseinandersetzung mit dieser Gesellschaft ganz, ganz, ganz am Herzen. Ja, definitiv. Also das ist eine Sache, die immer wieder auch in dieser Band oder in den Texten bei jetzt auch die Dinners, dass das da eine große Rolle spielt. Also ich denke mal, wir haben damals, also Karl und ich haben uns gegründet, da waren wir 14, 15 Jahre alt und da haben wir gedacht, ey komm, lass uns ein bisschen Reggae machen und ein bisschen, ja, chillige, lustige Musik. Und dann durch Zaunkönig, was dann später geschrieben worden ist, beziehungsweise aber auch, da waren wir 15, dann ist es in eine politische Richtung gegangen. Und ja, jetzt hat sich das mit die Dinners, also dadurch, dass wir diesen kompletten Wechsel auch hatten jetzt in der Band, haben wir gesagt, okay, die vier lassen wir weg, Trees lassen wir auch weg, weil es passt jetzt einfach wesentlich besser. Wir sind die Dinners und
ja, was da drin steckt, ist, ich glaube, wir müssen auch noch ganz vieles jetzt gerade herausfinden. Momentan würde ich sagen, wir leben in einer Gesellschaft, in der Essen, ja, dieses immer mehr haben wollen, das ist ein großer Teil unserer Gesellschaft. Und wenn man über den Tellerrand mal hinausschaut, da gibt es noch ganz vieles. Und darauf bauen wir gerade auf, dass wir ganz viele verschiedene Genres auch zusammen dann mixen. Und genau, also für uns ist das einfach ein gerade ein neues, spannendes Projekt. Und auf meine Kulturarbeit, was ich da mache, ja, es ist total übergreifend, ob das jetzt im Rahmen der bildlichen Kunst ist oder dann halt auch in der Musik, da probiere ich mich immer wieder neu aus. Und jetzt endlich mal wieder mit meinen Lieblingsjungs. Genau.